Eine Frau, ein Jeep. Nicola und ihr Jeep Renegade bereiten sich im steirischen Spielberg auf eine richtige Schlammschlacht vor. Servus! Hallo, freut Nicola! Freut mich, dich einmal eine Frau im Gelände zu begrüßen zu dürfen. Auch. Wir haben hier ein tolles Gelände, heute etwas verschärft durch die Regentage davor. Aber es wird ein bisschen rutschig sein, aber dank des guten Allradsystems, des Jeep, kein Problem. Machen, ja, werden wir das schaffen. Das heißt, hier muss man auch ein bisschen Gefühl zeigen, hier bei dieser Offroad-Strecke. Bei den Frauen ist das kein Problem. Das glaube ich auch, ja. Los geht's! Wie beim Dagger da im Krater, echt, ehrlich. Was hat er gesagt? Mit Gefühl. So, gerade Strecke. Oh mein Gott, das schaffe ich. Ich habe einen Daumen hoch von Rudi bekommen. Yay! Das habe ich noch nie erlebt in einem Auto. Na toll, also die pfeift sich ja gar nichts. Die fährt eine Schräglage, das ist ja sensationell. Wir befinden uns auf der Jahreshauptversammlung der österreichischen Jeep Owners Group. Mehr als 50 Offroad-Fans nutzten die Gelegenheit, ihrem Jeep einmal so richtig artgerechten Auslauf zu gönnen. Die Highlights, muss ich ganz ehrlich sagen, da wo man denkt, es geht nicht weiter, da fährt der wie ein Gams am Bergauf. Und das ist das, was mich total beeindruckt hat. Ja, die Faszination kann man nicht mit Worten beschreiben, die muss man erleben. Am besten, Sie fahren einmal mit. Geländefahren ist halt eine Leidenschaft. Und wer es einmal probiert hat, der kommt davon nicht mehr los. Nicola ist unterdessen schon auf ziemlich anspruchsvolles Terrain geraten. Nicht Alice im Wunderland, sondern Nicola im Wunderwein. Rudi, jetzt sind wir im Wald angekommen. Und du hast jetzt schon einige Übungen hinter dir. Ja. Fühlst dich wohl? Na, was heißt? Es ist wie, als wäre ich noch nie in einem anderen Auto gesessen. Okay, fein. Also jetzt wollen wir mal ins echte Gelände fahren. Okay. Jetzt geht's für Nicola und den Jeep Renegade also richtig ans Eingemachte. Steil bergauf und über Stock und Stein. Du hast den Allrad auf den Rock eingestellt. Auf Rock, ja? Toll, ja. Ja, das na, war. Das hat ja, aber jetzt nicht. Ja, das macht nichts. Wir haben ein bisschen gestreift, das ist kein Problem. Ein bisschen gestreift. Das Fahrzeug ist unten gut geschützt, durchgehend mit einer Platte. Also wenn man langsam über ein Hindernis drüber fährt, ja, kann man ruhig drüber rutschen. Das schadet alles dem Auto klar, nicht. Wir sind nicht die Titanic, wir gehen nicht runter. Gas, gib ein bisschen Gas darauf, ja, jetzt. Okay. Ja, super. Bleib drauf, okay, Gas. Okay, bleib okay, drauf, okay, bleib okay drauf. Ich drücke durch, ich drücke durch. Gott, jetzt komm schon, das ist ein Wahnsinn. Ja, am Gras bleib. Ja, super, super, voll super. Voll am Gas, voll am Gas, ja, ja, voll super am Gas, voll am Gas. Und jetzt recht. Ah. Perfekt, super hast du es geschafft. Yay! Ah. Komm, High Five. Rudi, das war jetzt. Das war jetzt tatsächlich eine fabelhafte Leistung, sowohl von Nicola als auch vom Jeep. Die beiden bewältigen jede weitere Prüfung und sind bis zum Einbruch der Dunkelheit kaum zu bremsen. Mein Tag heute war großartig. Es war extrem lustig. Ich habe so viel Spaß gehabt. Wir waren den ganzen Tag im Dreck und das Einzige, was mir jetzt persönlich noch fehlt für einen Jeep, ist der Schmutz. Ist der Gatsch.